Thomas Neumuth vom Leipziger Forschungsinstitut ICAS stellt heute ein Anwendungssystem vor, das die Entscheidungsfindung in einem Tumorboard erleichtern soll. In einem Tumorboard sitzen verschiedene klinische Kollegen aus verschiedenen Disziplinen zusammen und beraten gemeinsam, was die optimale Therapieempfehlung für einen Patienten ist. Und dieses System soll dabei unterstützen, dass alle einen gleichen Blick auf diesen Patienten bekommen und eine möglichst optimale und auch objektive Entscheidung getroffen werden kann. Die auf dem Touchscreen dargestellte Visualisierung wurde speziell auf die Arbeitssituation eines Tumorboards abgestimmt. Wir haben das am Beispiel von Kopf-Hals-Tumoren entwickelt, dieses System. Für Kopf-Hals-Tumore gibt es in der Literatur knapp 800 Einzelparameter, die einen Einfluss auf den Tumorstatus und die Tumorentwicklung ausüben. Zum Beispiel ist der Patient Raucher, trinkt er Alkohol, wie ist sein sozialer Status, ist er berufstätig, was war die Prämedikation, aber auch natürlich genetische Informationen oder psychosoziale Faktoren, also Lebensqualität beispielsweise. Wir haben hier einen Patienten, den Max Mustermann als Beispiel, und wir haben im Hintergrund ein digitales Patientenmodell, so nennen wir das, laufen mit diesen 800 Parametern. Es ist ein Graph, ein Netz, in dem alle Einzelinformationen miteinander verknüpft sind. Und dieses Netz wird mit den Informationen unseres Beispielpatienten gefüttert. Der erste Schritt, den wir gehen müssen und überprüfen müssen, ist, ob überhaupt alle Informationen, die über diesen Patienten vorliegen, aktuell sind. Das heißt, hier können wir uns den Behandlungspfad aus den letzten Tagen für diesen Patienten anschauen. Welche pathologischen Informationen liegen vor? Welche sind die Blutwerte da? Wie alt sind die Blutwerte? Was sagen die Leitlinien, wie alt Blutwerte sein dürfen, bevor sie für die Entscheidungsfindung berücksichtigt werden und so weiter? Das heißt, hier findet erstmal die Qualitätssicherung statt. Der nächste Schritt ist der Überblick über den Informationsverlauf. Wir haben das hier mal anhand des Blutbildes beispielhaft dargestellt. Das heißt, wie war der Verlauf in den letzten Tagen? Was sind kritische Parameter, was sind unkritische Parameter? Und hier auch ganz spezifisch auf den Patienten. Das heißt, wenn das Parameter eines Kindes wären oder eines Seniors, dann würde das System diese anders bewerten. Natürlich können wir die einzelnen Parameter auch entsprechend anzeigen über die Verläufe. Und wir haben eine Vielzahl von Informationen, die in klinischen Informationssystemen vorliegen. Auf der Grundlage von 800 Parametern, die im Anwendungssystem enthalten sind, werden die Daten des Patienten analysiert. Daraus resultiert dann eine Therapieempfehlung. Wir haben jetzt hier, das sind diese hellgrünen Bereiche hier vorne, als Therapieempfehlung die transorale endoskopische Laryngektomie. Das System ist sich hier zu 80% sicher, dass das die korrekte Therapieempfehlung ist. Das klinische Team kann dann schauen, warum ist diese Entscheidung vom System vorgeschlagen worden. Und diese Entscheidung basiert natürlich auf Evidenz, auf Untersuchungen. Und auch hier werden dann für diese Entscheidung die korrekten Untersuchungen, die aktuellen Studien angezeigt, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Wir haben hier mit unseren Kollegen aus der Klinik zusammengearbeitet. Die haben diese ganzen Studien, in dem Fall für die Kopf-Hals-Tumore, aufgearbeitet, haben die Beziehungen zwischen den Informationsentitäten herausgesucht. Das heißt, wie ist die Beziehung zwischen Rezidiv und Raucherstatus beispielsweise, und haben uns diese Informationen quasi dann hier zur Verfügung gestellt, sodass wir das System dann gestalten konnten. Da das Anwendungssystem auf die entsprechenden klinischen Studien verweist, kann der Arzt begründen, warum er die jeweilige Therapiemethode gewählt hat. Seine Entscheidung ist somit nachvollziehbar. Im Klinikalltag bedeutet das eine enorme Hilfe.